Hallo, heute kommt von mir ein IKEA-Haul. Und zwar war ich gestern bei IKEA. Also hauptsächlich waren wir wegen meiner Schwester da, weil sie sich neue Möbel ausgesucht hat. Ich habe mir aber auch ein Möbelstück gekauft, ja. Das werde ich euch heute noch nicht zeigen, da es meine neue Schminkaufbewahrung wird. Also ich werde meine Schminke und Pflege und alles aufbewahren. Das werdet ihr dann bald in einem Video sehen. Und sorry, falls ich mich total müde anhöre und auch so aussehe. Ich habe mich eben ein bisschen geschminkt und Haare gemacht, damit ich nicht mehr ganz so müde aussehe. Nämlich heute ist Samstag. Und ich bin tatsächlich um 7 Uhr aufgewacht. Um 7 Uhr, obwohl es Samstag ist. Und ich konnte einfach nicht mehr einschlafen. Und habe dann, jetzt ist es 20 vor 10 und habe die ganze Zeit nur YouTube-Videos geguckt, weil es ist einfach keiner wach. Auf Twitter habe ich auch so ein bisschen gefragt und es waren noch so ein paar wach. Ja, ist auch schön zu hören, dass man nicht die Einzige ist, die um diese Uhrzeit dann schon wach war. Naja, auf jeden Fall geht es heute ja um den IKEA-Haul. Ich habe mir zuerst diese IKEA-Hemdeskommode in Weiß gekauft. Die werdet ihr aber, wie gesagt, nochmal sehen. Die hat 99 Euro gekostet. Ja, dann machen wir einfach mal weiter mit diesem Stück hier. Das kennt ihr bestimmt alle. Das ist einfach dieser Blumenkorb. Und zwar ist der so weiß, hier mit diesem schönen Spitzenmuster. Und ja, so sieht er aus. Und da werde ich meine Pinsel aufbewahren. Ich habe ja extrem viele Pinsel. Ich hoffe, die passen da rein, aber ja, eigentlich schon. Besonders, ich habe ja jetzt noch so ein neues Pinselset. Das werdet ihr bald noch in einem Video sehen. Ja, ich glaube, dann wird er schon voll sein. Dann, mein Vater hat es gestern schön aufgepackt. Und ich so, Papa, ich will noch ein Video drehen. Und der so, oh, ups. Ja, auf jeden Fall, wir können ja jetzt den mal aufpacken. Ich weiß nicht, ob der einen Namen hat. D-Card heißt der. Und der hat, glaube ich, 7 Euro gekostet. Jedenfalls ist das so ein, ja, so ein älterer Wecker, kann man das sagen. Weil der ist halt mit diesem Bang. Ja. Ja, das ist halt so ein Wecker mit so einem, also wenn er dann morgens klingelt, ich glaube, das ganze Haus wacht davon auf. Aber ja, ich fand den so schön mit diesem schwarzen hier außen. Und ich liebe sowieso solche Wecker. Die sehen irgendwie richtig cool aus. Und ja, deswegen habe ich den auch mitgenommen, weil mein alter Wecker ist einfach mal kaputt gegangen. Richtig cool. Tut mir leid, falls ich gerade extrem leise rede. Ich versuche jetzt ein bisschen lauter zu sprechen, aber ich will nicht das ganze Haus aufwecken, weil es schlafen immer noch welche. Ich meine, geht's noch? Es ist 20 vor 10 und ich schlafe noch. Naja, auf jeden Fall habe ich mir dann noch ein XXL-Badetuch mitgenommen, also so nach dem Duschen zum Abtrocknen. Und ja, das ist die größte Größe, die es bei IKEA gibt. Und zwar ist das 100x150. Und jetzt, ich meine, guckt euch das mal an, bis da. Ich meine, wenn das kein Riesentuch ist, dann weiß ich auch nicht. Und zwar ist das einfach so mit grün, mit so einem coolen Muster drauf. Ja, so sieht das aus. Und das hat auch irgendwie 8 Euro oder so gekostet. Und dann, ihr kennt ja bestimmt alle Mia, Clara und ich. Das ist auch eine YouTuberin. Ihren Kanal kann ich euch nochmal verlinken. Und ich glaube, das ist die Bettwäsche, die sie auch hat. Und ich fand sie bei ihr einfach immer so wunderschön. Weil in ihrem Hintergrund ist immer die Bettwäsche. Und ja, ich glaube, das ist auch ihre. Und zwar hat die auch erzählt, die war im Sale. Und ja, die war halt auch im Sale. Und zwar für 25 Euro, was immer noch relativ viel ist für eine Bettwäsche, wie ich finde. Aber ich meine, guckt euch dieses Muster an und jetzt guckt mal. Passt das nicht perfekt ins Bild? Ja, und dann habe ich mir schon als letztes diese Aufbewahrungsboxen hier gekauft. Das sind einfach hier diese Antonius, heißen die, glaube ich. Ja, das steht jetzt auch nicht drauf, aber ich glaube, das sind die. Hier ist halt erstmal so ein größeres Fach, dann sind hier noch zwei so längliche und hier sind dann noch so zwei kleine Boxen. Ich glaube, ich bewahre dann halt einfach da meinen Tisch und sowas dran und ich habe 3 Stück von denen mitgenommen und die haben pro Stück 3,99 Euro gekostet und ja, das wird halt in meiner Kommode kommen und dann, ich habe mich gerade geschlagen, Kommode kommen und dann, das kommt dann halt in meine Kommode und dann werde ich da schön meine Schminke aufbewahren und falls ihr ein Schminkaufbewahrungsvideo möchtet, dann schreibt mir das jetzt bitte in die Kommentare. Und ja, dann werde ich das auf jeden Fall machen. Und ja, ich freue mich total über diesen Anni. Fast hätte ich fast die schönste Sache vergessen. Und zwar ein Spiegel. Ich brauche natürlich über meinen Schminktisch auch über meine Kommode auch einen schönen Spiegel. Und zwar habe ich mir diesen hier ausgesucht. Ich habe mir diesen Spiegel ausgesucht. Ihr könnt halt jetzt die Kamera sehen und so. Und ja, so sieht dieser Spiegel aus. Der heißt Unkdril. So. Es ist jetzt ein bisschen schwer, den ins Bild zu bekommen. Ja, so sieht dieser Spiegel im Gesamten aus. Der kommt dann halt so über meine Kommode. Uff, ich tue erstmal aufs Bett. Das war dann jetzt auch schon dieser IKEA-Haul. Es war nicht viel, aber es wollten ihn sehr, sehr viele sehen. Und ich glaube, wir lieben alle IKEA, oder? Und wenn, falls ihr da noch nie wart, sagt euren Eltern, ich will heute zu IKEA. Und ihr fahrt dann heute direkt zu IKEA, bitte. Weil IKEA ist das Beste auf der ganzen Welt. Ja, ich werde heute meine Kommode aufbauen.
und halt so alles einsortieren. Ich liebe ja sortieren und aufbewahren und Kisten und oh, ich liebe sowas. Aufbewahrungsboxen und oh, mein neuer Spiegel, das ist alles so wunderschön. Und ja, ich freue mich riesig über die ganzen Sachen. Und sagt mir auf jeden Fall, ob ihr die Schminkaufbewahrung wollt. Also ich glaube schon, weil die ist eigentlich immer sehr angefragt. Aber ja, es wollen vielleicht ein Update zu alten, aber als ich noch in dem Schminktisch war, ich kann euch mal eben zeigen, wie es momentan hier aussieht. Hier könnt ihr sehen, so die letzten Reste hier. Die Kommoden sind einfach mal leer. Ja, ist traurig, oder? Und so sieht es jetzt hier aus. Ich habe schon mal alles ausgeräumt. Ja, ja, es ist wirklich wunderschön hier. Das ganze Zeug. Hier die ganzen Sachen. Hier ist übrigens auch das Pinselset, von dem ich geredet habe. Falls ihr da gerne ein Video zusehen wollt, könnt ihr mir das gerne mal schreiben. Ich meine, die Tasche ist ja wohl mal richtig cool. Oh mein Gott. Wenn man so mal alles wieder zusammen hat, fällt einem eigentlich auf, wie viel Zeug man noch hat, oder? Ja, jetzt habt ihr nur mal so ein kleines Vorher-Nachher, wenn dann halt das Nachher-Video kommen wird. Das war's dann jetzt aber für dieses heutige Video. Dann hoffe ich einfach, dass es euch gefallen hat und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!